Willkommen zur GamerU's Minimum Guide zu den Auto- und Railsniper Rifles. Die Railsniper Rifle ist eine der schlagkräftigsten Snipers im gesamten Spiel. Sie besitzt keine Secondary Zoom-Fähigkeit, das bedeutet, dass Sie mit dem Small Crosshair zielen müssen. Lassen Sie sich vom Small Crosshair nicht entmutigen, da diese Rifle außerordentlich akkurat ist. Eine Waffe, die wir Ihnen empfehlen, ist die Rail Sniper Katana. Falls Sie den Feind getroffen, aber nicht getötet haben, ist das Minigun Tourette oder Katana sehr gut geeignet, um den Rest zu erledigen. Die Rail Sniper ist sehr empfehlenswert von einer Distanz aus, aber auch aus der Nähe. Sie können das Tourette hinter einer Wand verstecken und Feinde anlocken, die davon ausgehen, dass sie nur snipen und diese dann mit ihren Katanas vernichten. Das Armor Set, das wir Ihnen mit dieser Railgun empfehlen, ist das Tactical Set. Wenn Sie sich in der Situation mit einem Railsniper befinden, sollten Sie sich schnell in deren Nähe begeben. Sprinten Sie weiterhin, da die Gegner es dadurch schwer haben, auf Sie zu zielen. Eine weitere Alternative ist es, mit der gleichen Sniper auf Sie zu schießen oder eine zu verwenden, die einen Zoom besitzt. Ein Beispiel wäre die Auto Sniper Rifle. Diese Waffe hat eine hohe Feuerrate und richtet einen erheblichen Schaden an, sobald sie geladen ist. Das Minigun Tourette eignet sich sehr gut mit dieser Waffe, da sie eine konstante Feuerrate besitzt. Fügen Sie die konstante Feuerrate zur schnell feuernden Autosniper Rifle hinzu und Sie können tonnenweise an Cover Fire festlegen. Ein kleiner Trick ist es, während Sie beim Zielen zoomen, den Z-Button zu drücken, um noch ein klein wenig näher heranzoomen zu können. Dadurch erhalten Sie eine zielgenaue Präzision, wenn Sie auf den Kopf zielen. Das Tactical Armor Set eignet sich sehr gut für die Auto Sniper Rifle, da sie mehr Power zu den Extraschüssen hinzufügt. Nochmals, wenn Sie einer Sniper wie der Auto entgegenwirken möchten, brauchen Sie ein schnell bewegliches Armor mit hoher Schadensminderung, um nah ans Geschehen zu gelangen. Falls Sie von einem Sniper getroffen werden, kann es sein, dass Sie keine zweite Chance mehr haben. Vielen Dank fürs Zuschauen und bleiben Sie dran für weitere Tipps und Tricks zum Minimum hier bei GamerU.